Jo Leute, was geht? Mein Name ist Bashix und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Vor genau einer Woche habe ich mein Video zu 100 Abonnenten veröffentlicht und von euch wahnsinnig viele positive Kommentare erhalten. Danke auf jeden Fall noch einmal dafür. Ich bin wirklich echt froh, dass ich so viele coole Zuschauer habe, die mich unterstützen. Im Video habt ihr weiterhin die Info erhalten, dass ab sofort ein neues Format erscheint, nämlich die GTA Top 5. Ich werde heute mit einem Thema beginnen und meine persönliche Top 5 erklären. Da es sich hier um ein Community-Projekt handelt, freue ich mich, wenn ihr unter das heutige Video euren gewünschten GTA-Teil und das Unterthema schreibt. Der Vorschlag, der gewinnt, wird selbstverständlich im nächsten Video eingeblendet und auch thematisiert. Nähere Informationen erhaltet ihr in der Videobeschreibung. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, so tut dies doch jetzt und freut euch auf mehr Videos. Ich würde sagen, wir legen los mit dem heutigen Thema. Nummer 5, The Truth. GTA lebt vor allem von seinen Charakteren, auch wenn diese manchmal schon etwas eigenartig sind. Das beste Beispiel aus GTA San Andreas ist hierbei The Truth. Unser Hauptcharakter CJ lernt den Hippie durch Tenpenny kennen und muss einige merkwürdige, aber echt coole Aufgaben für ihn erledigen. Unter anderem auch die Mission Black Project, in der wir einen Jetpack von der Militärbasis Area 69 stehlen müssen, welche einer meiner Lieblingsmissionen im Game ist. The Truth bringt immer ziemlich geile Sprüche und schafft echt lustige Momente. Zusammen mit dem nun ja schon auffälligen Auto, das er selbst Mutterschiff nennt, landet er für mich auf Nummer 5 der heutigen Top 5. Nummer 4, Woozy. Woozy ist der blinde Anführer der Mountain Cloud Boys, den wir bei einem illegalen Straßenrennen kennenlernen. Auch mit Woozy haben wir echt coole Szenen im Spiel, da bei seinem Glück ab und zu durch seine Mitglieder auch etwas nachgeholfen wird. Nicht umsonst lautet sein Name übersetzt Maulwurf im Glück. Ich finde gerade die Überfallmission mit ihm in Las Venturas mega und für mich ist es ein treuer und ehrlicher Charakter in GTA San Andreas und landet verdient auf meinem Platz 4. Nummer 3, CJ. Carl Johnson ist unser Protagonist in GTA San Andreas und viele haben wahrscheinlich erwartet, dass er auf Platz 1 ist. Aber nein, da muss ich euch leider enttäuschen. Wir lernen CJ als einen Charakter kennen, der es jeden recht machen möchte, leider aber auch oft enttäuscht und verraten wird. Ein Schicksalsschlag führt ihn nach San Andreas und wir folgen ihm auf dem Weg zum Aufstieg, um dabei seine Mutter zu rächen. CJ bringt dabei auch immer wieder ein paar geile Sprüche, siehe hier. It's him. Oh, oh, my head. Oh God. It's him. Oh, my heart. Damn, that nigga fucked up. Das macht ihn für mich zu einer echt tollen Spielfigur und landet für mich auf Platz 3. Nummer 2, Frank Tenpenny. Tenpenny ist mein Platz 2 im Ranking. Er ist ein korrupter Polizist und übt ab dem Start des Spiels dauerhaft Kontrolle über CJ aus. Wie überall im Leben schlägt jedoch Karma stets zurück. Das sehen wir am Ende des Games und dem Tod von Tenpenny nach einer sehr großartig gemachten Verfolgungsjagd. Tenpenny ist zwar mit seiner Art nicht bei jedem beliebt, hat aber auch seine echt coolen und lustigen Momente. Weiterhin ist der Synchronsprecher von Tenpenny niemand anderes als Samuel L. Jackson, der auch einer meiner Lieblingsschauspieler ist. Nummer 1, Big Smoke. Für mich ganz klar auf Platz 1 ist der Charakter Big Smoke. Leute, ich weiß nicht, aber ich liebe diesen Typ einfach. In seinen Missionen hat man als Spieler immer gute Laune, weil er ein korrekter Typ ist. Leider enttäuscht er anschließend durch seinen Verrat auf ganzer Ebene. Er ist aber wirklich einzigartig in seiner Art und das zeichnet ihn aus. Nebenbei hat er die wirklich besten Momente in Cutscenes. Ich meine, wer musste bei dieser Szene hier nicht lachen? Nummer 7.
two number 45s, one with cheese and a large soda. Das war meine Top 5 zu GTA San Andreas und meinen Lieblingscharakteren. Seht ihr das genauso wie ich? Habt ihr andere Lieblingscharaktere? Schreibt es mir doch in die Kommentare. Vergesst dabei nicht, Vorschläge für das nächste Video zu bringen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag und freue mich, euch im nächsten Video wieder begrüßen zu können. Bis dahin, euer Beschix und ciao.